Herzlich willkommen zum Transfermarkt TV Interview. Heute bei uns zu Gast Ferhan Sengin. Hallo. Hallo. Herr Sengin, Sie spielten seit Ihrem 7. Lebensjahr für Werder und in der letzten Saison gelang Ihnen der Sprung in die Drittligamannschaft, nachdem Sie zuvor mit der U19 mit 13 Toren und 6 Vorlagen geglänzt haben. Sie fühlten sich wahrscheinlich so, als ob Sie niemand stoppen könnte. Ja, für mich lief die A-Jugend-Saison eigentlich ganz gut. Ich hatte einen sehr guten Erfolg mit der A-Jugend, wir sind Meister geworden. Für mich persönlich lief das auch ganz gut. Ich habe alle Spiele absolviert und ja, danach konnte ich leider den Sprung nicht mitnehmen. Und ja, so ist es gelaufen. Die ersten Spiele standen Sie auch in der dritten Liga in der ersten Mannschaft, von Anfang an auf dem Platz. Danach kamen Sie über Einwechslung nicht mehr heraus. Woran lag es? Ja, ich habe die ersten zwei Spiele über 90 Minuten gespielt. Meine Leistungen waren, denke ich, ganz okay. Aber danach kam ich nur noch als Einwechselspieler zum Einsatz und ja, ich denke, ich habe von meiner Seite alles getan, aber der Trainer hat sich anders entschieden. Zudem wurden Sie dann auch noch von einer Schambeinentzündung zurückgeworfen. Wie sind Sie mit diesem Rückschlag zurechtgekommen? Ja, das war Mitte März, da hat das angefangen mit den Leistenproblemen und ich bin jetzt auch seit einer Woche wieder fit, Gott sei Dank. Es waren schwere Zeiten, weil ich auch von Werder erfahren habe, dass mein Vertrag nicht verlängert wurde. Deswegen musste ich mich in der Zeit ein bisschen durchboxen, aber Gott sei Dank ist alles jetzt vorbei. Wie gesagt, Ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Die Saison verlief eher unglücklich. Kam der Sprung in die dritte Liga für Sie zu schnell? Ich denke nicht, weil ich denke, ich habe auch in den Spielen, wo ich zum Einsatz gekommen bin, habe ich es bewiesen, dass ich da in die Drittligamannschaft dazugehöre. Aber wie gesagt, es hat ein bisschen an Rückendeckung vom Trainer gefehlt, aber wie gesagt, man muss das akzeptieren und ich schaue nur noch nach vorne. Sie schauen nach vorne, nachdem Ihr Vertrag nicht verlängert wurde. Sie als gebürtiger Bremer, wie bitter ist es für Sie, die Grün-Weißen jetzt zu verlassen? Ja, ich habe 13 Jahre bei Werder gespielt. Ich wurde immer super betreut. Ich hatte eine gute Zeit bei Werder, es ist nicht so. Und ja, ich würde gerne natürlich Profi bei Werder werden, aber wie gesagt, es wurde anders entschieden und ich muss das akzeptieren. Wurden Sie frühzeitig davon informiert, dass Ihr Vertrag nicht verlängert wird? Ja, das war unmittelbar nach meiner Verletzung im April. Mein damaliger Berater hat damals von dem Manager von Werder erfahren, dass mein Vertrag nicht verlängert wurde. Und ja, somit wusste ich auch frühzeitig Bescheid. Dann ist die Enttäuschung sicher groß. Ja, ich bin enttäuscht auf jeden Fall, weil ich große Ziele hatte bei Werder Bremen. Aber ich muss nach vorne schauen und sicherlich werden auch noch gute Zeiten für mich kommen. Bevor es weitergeht, was für ein Fazit ziehen Sie nach 13 Jahren Bremen? 13 Jahre Werder Bremen, das war eine super Zeit für mich. Wie ich auch schon erwähnt habe, ich wurde immer super betreut. Ich hatte optimale Bedingungen bei Werder. Ich finde, bei mir hat es ein bisschen an Anerkennung und Wertschätzung gefehlt. Wieso? Von der Vereinsseite aus, weil ich als Bremer Junge hätte mir ein bisschen mehr Zuneigung gewünscht. Aber ich konnte in den 13 Jahren trotz alledem sehr viel lernen, von meinen Trainern sehr erfahrene Trainer gehabt. Und deswegen nehme ich das auf jeden Fall für meine weitere Laufbahn ein. Blicken wir nach vorne. Sie sind nun vereinslos und ablösefrei zu haben. Können Sie die Chance nutzen, ein wenig Werbung in eigener Sache zu machen? Was würden Sie einem Verein mitbringen? Ja gut, ich habe erstmal 13 Jahre Grundausbildung bei Werder Bremen. Ich musste mich in den Jugendmannschaften durchkämpfen. Das ist nicht so einfach. Und ja, ich bin nach 4-monatiger Verletzungspause sehr hungrig auf Fußball. Ich freue mich, wieder auf dem Platz stehen zu können. Und ja, ich werde auf jeden Fall alles geben und versuchen, für meinen neuen Verein das Beste zu machen. Jetzt wird sich sicher ein Verein finden, der Sie gebrauchen kann. Aber gab es denn schon konkrete Anfragen? Ja, es gibt schon einige Interessenten, aber es gibt noch nichts Konkretes. Ich denke, dass es in ein, zwei Wochen konkret sein wird. Mein Berater und ich, wir sprechen uns aus, tauschen uns aus und ich hoffe, dass wir in ein, zwei Wochen irgendwo etwas Konkretes haben werden. Ja. Können Sie schon ein paar Namen verraten? Es ist noch nicht ganz sicher, deswegen will ich mich dazu nicht äußern. Okay, aber sind wieder topfit für einen neuen Verein? Ja genau, also in meiner Verletzungszeit habe ich die Zeit wirklich genutzt, meinen Körper zu stabilisieren, robuster zu werden. Ich bin im Moment topfit, keine Schmerzen und ja, ich freue mich einfach wieder Fußball spielen zu können. Wo haben Sie sich in der letzten Zeit fit gehalten? Ja, am 1.7. ist ja mein Vertrag bei Werder Bremen ausgelaufen. Und danach wurde ich halt in einem Physiotherapiezentrum behandelt und
Die Reha habe ich selbstständig gemacht mit einem Kumpel zusammen. Und ja, ich habe, denke ich, genug Grunderfahrung, um Übungen selber zu machen. Und ja, es lief eigentlich ganz gut. Welche Anforderungen müsste ein neuer Club oder auch eine Stadt erfüllen, damit Sie über einen Wechsel nachdenken? Ja, für mich ist es wichtig, dass der Verein voll auf mich baut, mir Rückendeckung schenkt. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich bei einem Verein bin, wo ich Perspektiven habe. Ob es jetzt eine Amateurmannschaft ist oder eine erste Mannschaft, ist es für mich wichtig, dass ich von dem Trainer das Vertrauen kriege und dann denke ich, dass ich auch mit Leistung zurückzahlen werde. Falls es in Deutschland nichts werden sollte, könnten Sie sich auch einen Wechsel ins Ausland vorstellen? Also ins Ausland möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte mich in Deutschland durchsetzen. Meine Ziele waren schon immer in der Bundesliga zu spielen und dieses Ziel verfolge ich immer noch. Okay. Sie sind ja Deutsch-Türke. In die Türkei gab es nie Kontakte? Ja, es gab hin und wieder mal Kontakte in die Türkei, aber für mich ist das kein Thema. Wie gesagt, ich möchte mich in der Bundesliga durchsetzen. Der türkische Verband hat Sie ja vor einiger Zeit auch zu einem Sichtungstraining zur U20-Nationalmannschaft eingeladen. Genau. Wie kam es dazu und was haben Sie da mitgenommen? Ja, also ich habe einen Anruf bekommen von dem Manager der Türkei, aber ich konnte leider nicht hinfahren, weil ich mich verletzt hatte und danach wurde ich auch nicht mehr eingeladen. Sie sind 20 Jahre jung. Was können wir von Ihnen noch erwarten? Ja, wie gesagt, wie Sie schon sagen, ich bin noch jung und ich habe auf jeden Fall noch sehr große Ziele, weil ich weiß, was ich kann und ich glaube an mein Talent. Und ja, ich hoffe, dass Sie mich irgendwann in der Bundesliga sehen. Selbstbewusst. Sie haben sich auch noch ein zweites Standbein aufgebaut, haben Ihr Fachabitur erfolgreich abgeschlossen. Planen Sie auch zu studieren? Also momentan nicht, weil ich mich erstmal nur dem Fußball widmen möchte. Das kommt erstmal nicht in Frage. Okay. Auf dem Platz sind Sie ja im offensiven Mittelfeld zu Hause. Haben Sie da ein fußballerisches Vorbild, vielleicht auch ein Werder-Profi? Ja, ein Vorbild habe ich nicht, aber ich denke, heutzutage gefallen mir sehr Xavi von Barcelona, technisch sehr versiert und gefällt mir sehr. Von Werder sicherlich im Mittelfeld Top-Spieler wie Özil, Hand, Marin, das sind schon sehr gute Spieler. Zweifelsohne. Sean Sengin, viel Erfolg bei der Vereinssuche. Danke. Vielen Dank für das Gespräch und natürlich auch ein Dankeschön an die Transfermarkt TV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.